Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video heute am Montag. Stumbles. Ja, ich muss sagen, ich habe den Season Pass schon wieder durch. Ich habe ihn gekauft und der Witz ist, wenn ihr 8 Euro investiert, wenn ihr müsst nicht, könnt ihr quasi nur über die 8 Euro, über die 1600 Diamanten, könnt ihr euch den Pass kaufen für 1,4. Habt noch 200 über und damit könnt ihr dann wirklich den kompletten Pass freischalten oder also freikaufen. Schon eine tolle Sache. Nein, musst ihr nicht. Das ist nur so. So, ich habe noch mal drei Tagesdrehs. Die drehen wir mal zusammen. Und was kommt raus? Das kriege ich. Dias, Juwelen meine ich. Marken, nö. Juwelen. Oh. Einen gewöhnlichen Kopf. Ungewöhnlicher Kopf. Okay. Ranger Walker. Was kriege ich jetzt? Ich will Dias haben. Mehr Kohle. Das Schlimme ist, die haben auch irgendwie, habe ich schon, Marke, eine Marke. Was willst du mit einer Marke? Du brauchst 35, um einmal einen Dreh zu machen, glaube ich. Was willst du mit einer Marke? Ja gut, ich brauche noch zwei, dann kann ich einmal drehen. Ja, es sind dann die besseren Drehs, die außergewöhnlichen oder so ein Mist. Nein. Okay, wie ihr seht, ich habe immer noch 200 Diamanten, über 205, ne, also. Ja, ihr braucht für die epischen Skins brauchst du 35 von den Token. Okay, passt schon. Also man muss kein Geld investieren. Das Game macht Spaß und das sollte es auch. Geld investieren muss man nicht. Okay, wir starten. Los geht's. Pivot Push. Pivot Push heißt das so? Keine Ahnung. Ich bin nicht gut in Sprechen, aber egal. Okay, wir starten. Los geht's. Nicht vergessen, AA für Doppelsprung. Ja, nicht AB bei Fall Guys. Sonst wäre es ja komplett geklaut. Aber so ohne Scheiß, das Game kostet nicht, ihr müsst kein Geld investieren, ihr kriegt trotzdem Skins. Ja, das ist, der Skin macht dich ja nicht besser, sieht einfach nur besser aus. Mist, jetzt habe ich B gedrückt. Ah, ich bin voll im Vollgeistfieber drin. Ich Idiot, ey, was mache ich denn? Ne, man muss kein Geld investieren. Und wenn ihr würdet, also 8 Euro im Monat, ne, müsst ihr nicht. Das ist Geldausgeberei, da kauft euch lieber Schönes. Seid ihr selbst Raucher, dann hört auf zu rauchen und holt euch 8 Euro hier. Die Diamanten und den Skin, ich meine den Pass. Ah ja, ja, oh, 13er. Ah. Bin weitergekommen. Runde vorbei. Rocket Rumble. Ja, das ist einigermaßen gut. Ich finde, dass man noch ein bisschen besser steuern könnte beim Schießen. Am großen Ganzen ist ein geiles Game. Zum Beispiel sowas hier finde ich besser als bei Fall Guys. Da gibt es ja sowas Cooles nicht. Na 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 na. Er sieht mich nicht, das ist ihm scheißegal. Da 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 di, da. Oh, ich merke, der Sound ist noch an. Die wollte ich eigentlich wieder runterdrehen. Naja, es scheint wohl kein Problem mit YouTube zu geben, weil bleibt der drin. Weil das ist der Original-Sound. Weil wenn ich selber das spiele, dann will ich den Sound schon hören, weil sonst ist es ein bisschen eintönig. Aber für YouTube mache ich ja dann die YouTube-Mucke drunter, die auch wirklich erlaubt ist. Das mache ich eigentlich auch ein bisschen zu safen, aber im letzten Video gab es ja auch kein Problem, also. Ich schleudere mich selber mit weg, ist das toll. Wie gesagt, wenn man ein bisschen besser zielen könnte, dann wäre das auch richtig cool. Zum Beispiel nicht jetzt daneben. Nein! Ich habe mein Team jetzt weggeschossen. Ja, wie kann man so sauber zielen? Okay, bis jetzt haben wir noch die Mehrheit, aber nur bis jetzt. Oh, nee, ja, 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 sehr schön. Mist. Kann ich dich runterschubsen? Ja, mit mir selber. Ey, mein Team ist ja richtig gut, Alter. 9 zu 2. Die Blauen sind ja richtig am Abkacken. Das habe ich jetzt auch noch nicht gehabt, dass man so gut sein kann. Okay, bis jetzt nicht. Ja, okay, sie haben ein paar zurückgeholt. Das hole ich auch wieder. Sehr schön. Du Held, wir sind im selben Team. Okay, wir haben uns qualifiziert. Ich wollte schon sagen, Alter, ich kann nicht schießen. Oh, Honey Drop. Also bei Fall Guys Wabenklasse. Jo, Finale. Oho. Hier war ich eigentlich sogar richtig gut. Wo ich bei Fall Guys eigentlich abkacke, bin ich hier sogar ein bisschen besser. Nehmen wir einen anderen Punkt.
Oh, sehr dumm. Nein. Oh, shit. Ich wollte gar nicht so tief runter. Ganz weit runter. Okay, da oben. Hier sind Honigwaben. Wenn man da drauf kommt, wird man langsamer für eine kurze Zeit. Eigentlich schon sehr chillig. Mist, ich wollte dahin. Man kann hier eigentlich schon sehr gut springen. Also gefühlt besser als bei wirklich Vollgeist, finde ich. Oh mein Gott, da hat jemand abgebaut unten. Will aber hier hin. Naja, sehr schön, was ich gemacht habe. Ja, sehr schön. Okay, drei sind noch da. Ich glaube, ich habe auch hier auch eine gute Bastige, also Basis. Nein, habe ich nicht. Da kommt gleich noch jemand. Oh oh. Nein! Ach komm schon! Nein! War das knapp, ey. Runde vorbei. Okay. Paint Splash! Kein Problem. Ja, das war knapp, ne? Da sind als Vorletzter ausgeschieden. Ne, als Vorvorletzter. Keine Ahnung, wie sagt man das eigentlich? Bin ich Letzter gewesen? Ne, ausgeschieden. Was? Na, 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 na. So, wie ich jetzt springe, ist natürlich sehr dumm, aber ja. Ja, waren nur noch drei, sagen wir es mal so. Genau. Und ich bin der Dritte gewesen. Juh. Okay, qualifiziert. Wie gesagt, das hier finde ich zum Beispiel sogar cooler als bei Vorgeist, das mit den Drehen und so. Also ich finde es wirklich immer wieder cool, dass das ein Handy-Game ist, was man auf PC auch zocken kann, dass es nichts kostet, aber richtig Spaß macht. Das ist gleich, wenn man noch Vorgeist steht und ist auf dem Handy spielen unterwegs. Geht ja sonst nicht. Oh mein Gott, wir haben uns so gut qualifiziert. Jetzt müssen wir 10 Stunden auf die anderen warten. Nein. Oh Mann, ey. Aber cooles Eisbärkostüm. Habe ich das auch? Ich weiß es gar nicht. Ja, ja, sehr riskant, sehr riskant. Muss da ein bisschen ruhig sein, ruhig bleiben. Dann kommt man auch sehr gut weiter, ne? Ja, sehr schön. 9. Eisbär ist 9. 10. Noch 6 Stück. Jo, noch 5. Wo bleiben denn die letzten 5? Ja, da kommt... Ich könnte mal hier umdrehen, ne? Und, das ist typisch Vollgeist, ne? Das machen die auch immer so. Hä, wir sind kurz vom Ziel. Kommt schon, kommt schon. Und am besten verlieren sie ihren Platz dabei. Laser, Tracer, ich lese Taser. Das Spiel finde ich auch richtig cool. Sowas müsste bei Vollgeist geben. Ja, ich glaube, da ist eher das mit den Nashörnern, ne? Oder dass man so vergleichen könnte, denke ich mal. Dass ja auch so eine runde Plattform runterfallen kann und da gibt es dann Nashörner. Nein! Ich habe im Sprung gedacht, so im Flug. Oh oh. Ey, es gibt so Aktionen, dass du hier sogar kicken kannst oder boxen kannst. Auch. Oh. Okay, das war jetzt sehr dumm von mir. Ich wusste nicht, ob ich komplett drüber komme. Oh, scheiße. Schon wieder Pivot Push. Hatten wir doch schon mal am Anfang des Videos. Ja. Jetzt haben wir schon wieder. Bam, bam, bam. Also, die Musik ist sehr chillig. Ich hoffe, sie ist nicht zu laut und so. Ich weiß nicht. Weil eigentlich hat sie nicht auf volle Lautstärke. Ich weiß nicht, ob sie irgendwas verstellt hat. Aber wie gesagt, Vollgeist fürs Handy. Geile Sache. Oder Vollgeist für Arme und manchmal auch für Beine. Mist. Scheibengleister. Bam, 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 bam. Was? Ich war doch... Also gefühlt war ich weit genug entfernt. Also man denkt, dass ich in der ersten Runde so gut war. Auf der Karte und jetzt so scheiße. Ich glaube, wir scheiden gleich wieder aus. Das gibt's doch nicht. Komm schon, ey, das gibt's doch nicht. Ja, komm, so schlecht war ich doch gar nicht. Floorflip, sehr schön. Jetzt ohne Scheiß, ich war in der ersten Runde besser. Warum bin ich auf einmal so viel schlechter? Ich bin nur einmal wo hängen geblieben, zweimal. Und das war's. Ja, hallo, das habe ich gar nicht gemacht. Ich bin gar nicht gerutscht, warum hat meine Figur das gemacht? Hallo, die anderen drücken mich weg. Das ist ja fast überall Vollgeist. Aber nur fast, oh, das war eigentlich sehr knapp, der Sprung. Im Nachhinein gesehen. Ach Mann, ey, nach der ersten Runde rausgeflogen. Ich hoffe jetzt nicht. Falsche Richtung, nein. Ja, du blöder Hammer, ey. Mal ohne Scheiß, das hätte gereicht. Damit hätte ich mich so treffen müssen, dass ich erst recht nach vorne geschleudert werde. Ja, komisch, beim zweiten Lauf geht es, ne? Ja, klar. Ey, ich will nicht schon wieder ausscheiden, das gibt's doch. Nein, ihr Schweine, warum dreht ihr in dem Moment da drauf? Ach, das. Ich hasse Wippen, ey. Vollgeist hat einen wirklich den Spaß auf Wippen versaut. Vollgeist mit dem Wippen-Shit hat wirklich einen auf Spaß auf Wippen versaut. Als Kind so, yeah, hey, steh auf, Mann, steh auf! Hey!
Ja, jetzt mal ohne Scheiß, was ist das? Ja, es ist ein Handygame, ich weiß. Oh mein Gott, ey, was war das? Ich dachte, ich komme schon wieder nicht weiter. Okay. Nee, aber so ein Scheiß, die Wippen, als Kind hat man Wippen gefeiert und dann kommt Vollgeist und man hat keinen Bock mehr auf Wippen. Und bei Stumblegeist ist es natürlich genauso scheiße. Warum auch nicht? Sogar fast noch schlechter. Oh, das war's. Ist raus. Sorry, kleiner. Kleiner süßer Ninji. Stumble-Soccer. Ich mag das schon bei Vollgeist nicht und hier genauso wenig. Hier startest du aber gleich mit drei Bällen, ne? Oh Mann, ey. Hier kann ich nur gewinnen, wenn mein Team wirklich, wirklich gut und stark ist. Ich selber krieg hier gar nichts hin. Das ist so wie bei Rocket League. Ich kann's nicht. Weil, guck mal, schon wieder dran vorbeigesprungen, obwohl ich voll auf den Ball gehe, ne? Aber egal! Mädels, was soll das? Jungs, Mädels? Alter, komm schon. Yo, warum das? Ey, so, wollt ihr mich verarschen? Warte. Ja, komm, den haben wir. Ja, sehr schön, immer in die Richtung. Ja, sehr stark. Ich kann schon wieder nicht aufstehen. Nice day. Alter, warte mal. Wir sind blau, also wir haben 2 Punkte. Yes, okay, sehr schön. Mein Team ist gut, mein Team ist sehr gut, aber... Yes. Es gibt's nicht, Mann. Ich schwöre, jede Aktion, die ich mache, die ist einfach nur schlecht. Aber bis jetzt sieht es gut aus. Wir gewinnen. Da bin ich auch sehr froh, wenn ich ein starkes Team habe. Ey, selbst das Blocken. Ich bin 800 Meter von dem Ball entfernt, obwohl es genauso aussah, als ob er richtig steht. Nein. 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 Egal, bis jetzt sieht es noch gut aus. Wir müssen auf die gelbe Seite. Gut, dass alles so schön groß markiert ist. Und hätte ich jetzt keine Ahnung, welche Richtung ich laufe. Jetzt ohne Scheiß. Ja, komm, komm. 4-4-4. Nein! No. Weil er Rocket League. Nein. Ich wollte noch blocken. Hey, mein Team ist echt geil. Qualifiziert. Canyon Climb. Nee. Canyon, nicht Kanon. Kanon Climb? Also Climb für Berg und Kanone für. Ja. Genau, ich kann kein Englisch, will ich auch nicht. So. Die ganze Welt spricht Englisch, also. Das ist Finale. Oho. Finale. Okay, bis jetzt bin ich gut dabei. Nee, doch nicht. Bei mir ist noch einer. Scheibenkleister. Oh, aber den kriege ich nicht. Den kriege ich nicht. Der ist zu weit vorne. Ah, Mann, das gibt's doch nicht. War das knapp, ey. Guck doch mal. Ah, ey, das gibt's doch nicht. Da verhöhnt er uns auch noch die Sau, okay? Okay, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, schreibt was in die Kommentare, aktiviert die Glocke. Und ich wünsche euch einen schönen Montag. Ich bin hiermit raus. Peace.